Black Mirror 2, Folge 74. Willkommen zurück. Ja, meine Freunde, jetzt wird es richtig spannend. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das Kapitel springt oder sonst irgendwas, denn wir sollen jetzt das Telefon benutzen, um den Orden ins Hotel zu locken. Weil ich Tee brauche für das hier. Ich frage mich auch, wo wir Wasser herkriegen. Teeservice und Teekanne stehen hier. Für die Tea Time fehlt aber noch Tee. Würden wir denn, da gucke ich jetzt noch schnell, würden wir denn Wasser oder sowas irgendwie da herkriegen? Weil ich habe jetzt gar nicht hier geguckt, ob hier noch was ist, nachdem Sally hier nicht mehr steht. Ich dachte, da ist jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr. Nee, ist natürlich nicht. Ja, dann benutzen wir das Telefon. Bin ja mal gespannt, was dann passiert. Weil wir müssen zurück ins Dorf. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass wir das auch noch müssen. Ich habe nie im Leben gedacht, dass wir nochmal ins Dorf müssen. Aber wie soll man das machen, dass die ins Hotel gehen? Welches Hotel? Da, wo wir waren? Hm. Na gut. Dann wollen wir mal. Ich weiß nicht so richtig, was er vorhat. Wir werden das erleben. Spannend. Murray? Hallo, Darren Michaels hier. Ich werde heute noch abreisen. So in einer halben Stunde bin ich im Hotel. Ich wollte Ihnen das nur schon mal mitteilen, damit Sie die Rechnung vorbereiten können. Nichts vorzubereiten? Ach ja, ich habe ja im Voraus bezahlt. Egal, jetzt wissen Sie ja Bescheid. So in einer halben Stunde, Mary. Bis gleich. Wie? Und dir geht es davon aus, dass die mitgehaucht haben? Okay. Mary weiß Bescheid. Wenn ich mich nicht ganz irre, wird der Großteil des Ordens in einer halben Stunde im Hotel auf mich warten. Dann auf ins Dorf. Hä? Was? Warum? Weil Mary eine Tratschtante ist, oder warum? Das verstehe ich nicht. Oder dass Mary mit unter einer Decke steckt mit denen, oder was soll das jetzt? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Was ist jetzt noch Telefon? Ein altmodisches Telefon. Achso, das ist wieder dasselbe. Ich soll jetzt ernsthaft ins Dorf gehen, oder was? Aha. Das ist echt ein bisschen weird. Das habe ich jetzt nicht verstanden, warum das jetzt triggert, aber gut. Hier nochmal was Neues? Ich habe momentan. Aber vorhin war es ja auch so. Nein. Nein, okay. Ja, dann gehen wir ins Dorf. Hä? Na gut. Von mir aus, wenn das alles ist. Ja, nicht gedacht. Das hätte ich nicht gedenkt. Ich will langsam laufen, also nicht mit Doppelklick, nicht, dass jetzt doch noch irgendwas passiert. Schönes Bild, ich habe es vorhin schon gesagt. Ist das übrigens auch so quasi das Thumbnail bei mir, falls euch das aufgefallen ist. Okay. Der Weg führt zurück zum Dorf. Aber die Antworten auf meine Fragen sind hier im Schloss. Das dachte ich, sagt er jetzt was anderes, weil er wieder jetzt ins Dorf. Naja, komm. Sicher ist sicher, aber ist ja nie. Das alles irgendwie Fotos. Ja, das kann ich unterschreiben. Ob das mal gut geht. Das ist übrigens auch noch irgendwie. Oder? Dann mal los. Der Orden ist abgelenkt und Bates ist noch in Willow Creek. Mal sehen, was er wirklich dort will. Warum ist er sich da so sicher, dass die abgelenkt sind? Nur weil er jetzt Murray sagt, er wird bald im Hotel sein. Dachte ich's mir doch. Ich glaube kaum, dass er in der Bibliothek einkaufen war. Ja gut. Die Bibliothek... Well, schon wieder das Wort. Naja, auf jeden Fall ist die ja die Chefin. Und wenn er bei der war... Shit! Tom ist wieder hier. Oh oh. Also hat Bates doch was mit dem Orden zu tun. Ich muss näher ran. Aber besser außenrum. Ich glaube einfach, dass die das verhindern wollen, dass das nochmal passiert ist. Die sind nicht dafür, sondern dagegen. Ja, schließlich nicht einen Laufbursche. Sie erhalten immerhin eine großzügige Entschädigung. Ja, ja, du weißt genau, wie dringend ich diese beschissene Entschädigung brauche. Ich verbitte mir diesen Ton. Sie wissen. Schon gut, Alter. Ich gehe sie suchen. Vielen Dank. Wen? Interessant. Suchen? Wen denn? Na toll, was soll ich jetzt machen? Hä? Kind verwirrt. Ich bin verwirrt. Ja, da wird er wohl zu sein, ne? Abgeschlossen. Verdammt. Wo sonst kriege ich in dem toten Kaff Tee her? Ich muss da rein. Bis heute Abend zu warten, habe ich keine Zeit. Ach, da kriege ich den Tee. Was wäre Rechtsklick gewesen? Der Eingang dieser heruntergekommenen Kaschemme. Ja, das kennen wir ja schon. Also er vermutet da drin Tee. Ja, toll. Aha.
Kann ich sein eigenes Einbruchswerkzeug nutzen? Wie passend, ausgerechnet Toms Tür mit seinem eigenen Werkzeug zu knacken. Das gleiche Prinzip wie im Hotel. Ironisch. Achso, muss ich jetzt Minispiel machen? Och nein. Ich mag nicht. Wie war das nochmal? Ich muss auf die rote Linie kommen mit den Triggern hier, gell? So war das noch, oder? Jetzt muss ich auch noch ein Minispiel machen. Ekelhaft. Ja gut, das kriege ich mal hin irgendwie. Jetzt muss ich das halt nochmal machen. Das ist halt auch schon wieder ewig her. Wisst ihr, wie ich meine? Also ich glaube, das war ja, glaube ich, so nicht alle ganz runterdrücken, sondern dass das... ich glaube, ich weiß. Ja, das muss ich natürlich jetzt kurz machen. Das wird natürlich ein bisschen dauern, ne? Also. Okay. Geht's nichts. Ja, das erste ist schon mal gut. Das sollte ich nicht verändern. Also das ist quasi der hintere Teil. Der ist schon mal... Das sollte ich nicht ändern. In der Hoffnung, dass das geht. Muss ich Stück für Stück machen. Also der hintere Teil ist gut. Das ist zu tief. Das muss weiter hoch. Weil inzwischen weiß ich ja, dass die rote Linie wichtig ist. Das ist zu tief. Also so ein Problem. Naja, passt. Ja, wenn man so ein bisschen weiß, was man tun muss, geht das. Ah, das war glaube zu viel. Naja, nö, würde ich sagen, passt. Das hier ist, glaube ich, der Bügel gewesen. Es war aber auch viel zu viel. Ich glaube, das kriege ich recht fix hin. Ja, das muss mehr Platz bekommen. Was ist eigentlich da? Viel mehr Platz. Der vierte ist schon richtig. Könnte mal sehen. Verdammt, der Draht ist durchgerissen. Aber ich habe ja erreicht, was ich wollte. Das ging schneller. Ich wusste halt auch, wie. Also, oder was machen. Nicht wie, aber was machen. Jetzt können wir uns hier natürlich mega in Ruhe umschauen. Ohne, dass uns einer auf die Finger glotzt. Weil ich... Ah, da ist Tee. Ja, wir schauen uns erstmal so um. Gibt es da denn nichts? Irgendwelche Hinweise, wo man sagen könnte... Ja, weiß auch nicht. Irgendwas, was uns hilft. Mach mal Leertaste. Es ist wirklich nur der Tee, gell? Toll. Dort geht es raus an die frische Luft. Ja, das ist beim letzten Mal. Mal rechts klicken. Ich weiß nicht, ob er da noch irgendwie... Da ist ja der Tee, den ich brauche. Jetzt schnell zurück zum Schloss. Er hat ihn direkt genommen. Ich dachte, er sagt noch irgendwas. Ja, gut. Tee. Die Marke sagt mir nichts. Ja gut. Gehen wir zum Schloss. Ich latsche es auch gar nicht noch woanders hin oder sowas. Gehen wir direkt zum Schloss. Wahrscheinlich macht er das sogar... Ja, es war auch so klar. Ich schätze, Bates ist noch nicht zurück. Nicht. Na gut. Ja, das Spiel nimmt dann schon ein bisschen an die Hand. Ich finde das gar nicht schlecht. Bei älteren Spielen wie das Disaberia, was ich erwähnt habe, da... Die hätten dich noch überall, wo du gewollt hättest, hinlatschen müssen. Auch wenn es völlig sinnlos gewesen wäre. Ja, so langsam, aber sicher kommen wir mal echt weiter. Also lang kannst du auch eigentlich nicht mehr gehen. Weiß gar nicht, in welchem Kapitel wir gerade sind. Fünf, oder? Ich glaube, es gibt sechs, aber vielleicht täusche ich mich auch insgesamt. Ich habe momentan keine Fragen an Sie. Wir könnten ja sagen, was macht Bates da? Nein, jetzt nicht. Okay, dann müssen wir halt Tea Time einläuten. Irgendwie macht das keinen Sinn ohne Wasser. Außerdem macht es ebenfalls keinen Sinn, dass wir das tun. Oder denken Sie, Bates hat geklingelt? Kann natürlich schon sein. Ja, okay. Soll ich nochmal speichern schnell? Dann nehmen wir einfach dasselbe. Fotos hieß das. Okay. Mal schauen, was passiert. Ich weiß nicht. Damit ist das Gedeck fertig. Fehlt nur noch heißes Wasser. Am besten sage ich einfach Sally Bescheid. Was habe ich denn gesagt? Ohne Wasser ist es halt ziemlich sinnlos. Alles bereit für die Tea Time. Ja, das sage ich doch. Du kannst ja schlecht die Palmblätter kauen, um zu sagen, das wäre jetzt Tee oder keine Ahnung. Das kommt nicht so gut. Das kommt nicht so gut. Nicht wirklich. Da ist sie wieder. Sally scheint sich nicht gerade für ihren Job aufzureihen. Findest du nicht? Guten Tag, Sally. Hi. Tea Time. Sally, Bates hat mir aufgetragen, Ihnen zu sagen, dass Sie heute die Tea Time einläuten dürfen. Es fehlt wohl nur noch heißes Wasser.
Ach, dafür bin ich also wieder gut genug. Er war ziemlich erschöpft vom Einkaufen. Kein Wunder. Ich verstehe auch nicht, warum er nicht einfach Louis Bescheid gesagt hat. Hat sie ihm gerade einen Scheibenwischer gezeigt? Ich schon. Ja, ich auch. Na gut, da ging sie davon und klingelt gleich ihren Weihnachten. Aber was hat er mit Tom am Reden gehabt? Warum ist er entkommen oder sowas vielleicht oder solche Gespräche? Alles klar. Das sieht gut aus. Dort geht es in die Bibliothek. Ich wollte ja wissen, ob die da drin sind. Oder wo die jetzt hocken. Warum machen sie die Tea Time in der Bibliothek? Das macht doch keinen Sinn, oder? Macht man das nicht eher im Salon? Alles klar. Da schlürfen sie. Schlürf, schlürf. Sie trinken gerade Tee. Da will ich nicht nerven. Ich habe gerade keine wichtigen Fragen an Sie. Na gut, ich wollte nur noch mal schauen, ob Sie wirklich am Schlürfen sind. Ja, wie, und Sally hat sich jetzt weggebeamt, oder was? Wie geht denn das? Ja, natürlich, die ist jetzt wieder hingelangt. Sie ist gerade so fleißig. Da will ich nicht stören. Mal sagte er, sie reibt sich nicht auf, dann ist sie fleißig, was denn du? Na, wir schauen mal, dass wir jetzt hier doktern. Ist denn hier noch irgendwie die Möglichkeit, wo die saßen? Ja? Ich glaube, dass wir mit dem Vorschlaghammer einfach kräftig... Wobei, er wird wieder sowas sagen wie, das kann ich nicht machen, das ist viel zu laut. Wetten? Das geht wirklich zu weit. Ich muss einen anderen, möglichst geräuschlosen Weg finden, die Platte zu öffnen. Mit dem Messer? Vorhin wollte er da nicht richtig gucken. Ein verzierter Zaun oder eine Art Absperrung ist hier rund um den Globus. Keine Ahnung, wozu das gut sein soll. Ja, wie vorhin hast du doch gesagt, ja, ich kann jetzt hier nicht rumfummeln, weil die noch in der Nähe sind. Weil ich hatte die Vermutung, ist es hier ein Knopf vielleicht oder sowas? Ein verzierter Zaun. Hä? Warum hab ich denn vorhin nicht gedurft? Oder muss ich jetzt hier, Ja, toll. Jetzt kann ich hier gar nichts machen, oder was? Ich bin mir fast sicher, dass hinter der Steintafel ein Geheimfach verborgen ist. Nur wie soll ich da rankommen? Das sind auch Scharniere hier. Da weiß ich nicht, wie du da reinkommst. Gar nicht. Ich habe ja nichts. Mit dem Hammer kann ich hier ja nichts. Oder gibt es da verschiedene Absperrungsbereiche? Das will er nicht. Da sagt er ja, nee, das geht zu weit. Messer macht er auch nicht. Auch nicht hier, oder? Hatte ich ja, glaube ich, schon probiert. Wäre toll. Und du? Sind hier noch einzelne... Was lehrt das? Hä? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich jetzt nicht. Ein verzierter Zaun. Rechtsklick? Ein verzierter Zaun. Ich bin mir fast sicher. Hä, weil ich habe gar nichts, mit dem ich hier jetzt... Naja, jetzt habe ich die abgelenkt, ganz groß, fett, breit. Weil er hier auch sagte, ja, ich brauche ja nicht dran rumfummeln, solange die da sind. Und jetzt macht er nichts. Mannschaft? Ich habe ja nur das Messer, diesen Hammer, Vorschlaghammer, was auch immer das ist. Ich brauche jetzt nicht mit irgendeinem Zimmerschlüssel hier rumkratzen oder das bringt ja gar nichts. Und das sind nur die zwei Bereiche, Absperrung und Steinplatte. Ja, genau. Und das ist immer dieselbe Absperrung. Tja, und jetzt? Messer geht hier jeweils nicht. Da hat er mal was gesagt mit, das würde abbrechen. Da wird es nicht rot, das macht er nicht. Und hier kann ich auch nicht. Hä? Ja, und du? Jetzt habe ich sie abgelenkt und kann nichts machen. Gibt es denn hier im Foyer noch irgendwas? Was ich vielleicht hätte nicht tun können? Na gut, ich könnte höchstens mal hier dran rumrütteln, aber das wird auch nicht gehen. Hinter der Tür soll angeblich nicht mehr sein als einige Räume, die seit dem Brandeinsturz gefährdet sind. Und solange ich den Schlüssel für die Tür nicht habe, kann ich nicht das Gegenteil beweisen. Mhm. Hinter der Tür, solange ich... Okay, Rechtsklick. Ja, toll. Und jetzt? Jetzt habe ich die Damen abgelenkt und weiß nicht, was ich hier machen soll. Weil es eigentlich nichts zu machen gibt. Man sieht sogar noch, weil die Leertaste quasi noch nachgewirkt hat. Es ist nur Steinplatte und Absperrung. Ich habe aber nichts im Inventar. Was da irgendwie... Was soll das sein denn? Ich habe auch ganz vergessen, wobei ich das ja die letzten Male schon probiert habe, mal zu knipsen. Ich hoffe, ich habe in dem Kapitel, weil heute konnte ich daran nicht auch noch denken. Ich habe auch nichts nachgeholt an Knipsereien. Ich war froh, dass das Spiel überhaupt läuft. Ja, super. Irgendwas drunter schieben, ganz flach, ne. Hä, was soll das? Ich kann hier nichts machen.
Fehlt noch irgendein Teil? Ich hatte halt gedacht, man muss hier irgendwas drehen oder so, dass man irgendwie draufdrückt oder sowas, oder? Aber das geht nicht. Und Hammer und Messer drauf anwenden geht auch nicht. Hä? Das kann doch nicht sein. Ich bin nicht sicher, ob ich jetzt irgendwo ein Inventarteil übersehen habe, das mir jetzt vielleicht helfen würde. Was soll das zum Beispiel mit dem Bild? Allerdings habe ich da auch schon alles Mögliche drauf angewendet. Bates Zimmer ist immer noch abgesperrt, vermutlich. Badezimmer ist wieder sauber vermutlich. Da ist aber auch noch die Wanne. Ah, da steht noch ein Wobber. Ein Wischer und ein Mob ist ein Wobber. Der Boden ist wieder blitzblank. Sally hat ganze Arbeit geleistet. Aber etwas anderes blieb ihr wegen Bates wohl auch nicht übrig. Jetzt kann man es auch nicht mehr klicken. Ja, kann ich jetzt da mit dem Wischer da... Achso, das ist nur der Eimer. Sally hat ihr Putzzeug hier abgestellt. Ein alter Metalleimer mit Wischmopp. Könnte ich nehmen. Hey. Ich nehme den Mob mit. Mob mit. Mit Mob. Kann ich da vielleicht irgendwie so eine Hebel... Achso, ich dachte, der nimmt den Stab mit. Ja, toll. Damit kann ich jetzt das verstopfen, oder was? Und das bringt mir wiederum was. Oder das geht doch bestimmt, dass ich das da reinstopfe. Ja klar, das brauche ich jetzt aber nicht machen, weil wozu? Dann habe ich die Badewanne zum Überlaufen gebracht. Ja toll. Das bringt mir unten auch nicht weiter. Also, soll ich mich jetzt in die Wanne legen, oder was? Nochmal hier reingucken. Mich wundert, dass es immer noch geht. Ein Haufen Handtücher. Kleine, große. Nichts als Handtücher. Oder gibt es da eine zweite? Ich hatte im ersten Teil mal das Problem, dass ich einfach nicht schlau genug war. Es war, glaube ich, auch beim letzten Wimmelbildspiel so. Ja, dass es mehrere Schubladen sind. Aber ich glaube, das ist immer dieselbe. Ja, ein Haufen Handtücher. Das ist dieselbe. Und unten ist mit Sicherheit auch. Das klicke ich jetzt in auch noch. Ja, der Spiegel. Toll. Genau. Warum kann ich den Mob da reinmachen? Also da, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Da kann ich ihn höchstens nass machen. Ja, toll. Und das bringt mir inwiefern was? Könnte ich denn mit dem Wischlappen... Wischlappen? Wischmob oder Lappen da irgendwie anwenden auf die Platte. Dass er sowas sagt wie, ja, da steht was, aber er müsste nass sein oder sowas, weil... Ich weiß nicht, was das jetzt... Was bringt mir das jetzt? Nö, geht natürlich nicht. Außer wüsste ich auch nicht, warum ich da oben verstopfen sollte. Also jetzt hänge ich ein bisschen, oder wie man sagen will. Es bringt nichts da oben, das zu verstopfen, da kann ich die Wanne volllaufen lassen. Das ist ja schön und gut, aber das hat überhaupt keinen Wert. Draußen vielleicht nochmal gucken bei Louis, aber ansonsten bin ich nicht sicher, was ich tun muss gerade, gestehe ich. Wir können mal zu Louis gehen, da können wir auch durch die Küche laufen. Aber da sind komischerweise auch noch Dinge, wie der Brunnen oder sowas, der anklickbar ist. Macht irgendwie auch keinen Sinn. Reden nochmal? Ich lasse ihn lieber arbeiten. Okay, wir machen nochmal Leertaste. Was? Gut, aber der Matsch ist auch schon... Wie lange jetzt dann? Kann ich den Mob irgendwie in den Matsch nehmen? Hä? Ich verstehe das nicht. Muss ich gestehen. Also, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß jetzt nicht, was ist hier so... Louis? Das ganze Inventar ist alles nur Schriftzeug und eine Mosaikscheibe. Tja, das ist echt gut, die Frage. Wirklich gut, ich habe keinen Schimmer. Seht ihr nochmal was in der Küche, weil das ploppt ja immer mal wieder was auf. Nö. Hä? Also, jetzt bin ich ein bisschen überfragt oder irgendwie, zumindest in diesem Augenblick, hänge ich ein wenig. Naja, was soll's, meine Freunde. Die Folge und damit die Session ist jetzt sowieso vorbei. Ging dann doch flott, oder wie man sagen will. Hat doch Spaß gemacht. War noch versöhnlich, auch wenn es jetzt verdammt spät ist. Es ist jetzt schon 22:30. Wenn ihr wollt, aber bitte ohne irgendwo nachzuschauen oder in die Lösung zu schauen, könnt ihr ja mal miträtseln, ob ihr eine Idee habt, wie ich das machen soll. Was das mit dem, ja, mit dem Mob soll. Mit dem Kopf von diesem Wischmob. Und mit dieser Steinplatte und mit diesen
Dingern da außen rum, mit dieser Verzierung, mit diesem Mini-Zaun. Vielleicht habt ihr ja eine Idee. Und ansonsten, ich bin jetzt einfach nur froh, dass das Ding wieder läuft. Ich hoffe, es bleibt so. Es wird, glaube ich, Zeit, dass ich es beende. Kommen ja noch mehr Adventures. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst, einen Kommentar, wenn ihr was zu sagen habt und vielleicht ein Abo, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und wissen wollt, wie es weitergeht. Dann müsst ihr aber auch die Glocke nicht vergessen. Und ansonsten würde ich einfach sagen, wir sehen uns in der nächsten Session und in der nächsten Folge. Und bis dahin, tschüss.